Wir schauen uns mal die Aufgabe 23 an. Aus dem gemessenen Widerstand R. So, wir haben einen gemessenen Widerstand R. Hat der einen Zahnwert? Okay, wir haben also wir nutzen diese Formel, dass sich der Widerstand eines Drahtes ergibt aus der Länge, aus der spezifischen Leitfähigkeit und dem Querschnitt, und dafür haben wir Zahlenwerte gegeben, nämlich die Länge soll sein. Die Länge ist, okay. Ja. Mal 10 hoch 6, Siemens pro Meter, richtig, irgendwie sowas, oder in einer anderen Einheit? Ja, also 56 mal 10 hoch 6, nee, ohne 10 hoch 6, Entschuldigung, und dann, also wenn ich anstatt Siemens 1 durch Ohm schreibe und anstatt der Meter, hier brauche ich ja Fläche und Länge, schreibe ich Millimeter zum Quadrat und hier oben noch einen Meter hin. Ja? So, und dann, und die sozusagen die Umrechnung der Quadrat Millimeter in Quadratmeter macht die 10 hoch 6 hier weg. Okay, so, und eine Querschnittsfläche haben wir auch. Aha, okay. Okay. Bei der Messung sind trotzdem mit Gamma 20 Grad Celsius berechnet. Ach du Gott. Das ist ja eine ganz interessante Aufgabe. So, okay. Also wir haben irgendwie eine Temperaturabweichung von 20 Kelvin. Daraus können wir schließen, dass das erwärmt würde, würde ich so sagen. Ja. So, und jetzt müssen wir uns nochmal diesen Satz da auf der Zunge zergehen lassen. Oder, also wir wissen, für einen Widerstand gilt natürlich das. Wir kennen die Länge, also wir kennen die Länge nicht wirklich, aber die Länge ist im Prinzip irgendwie bekannt und konstant. Und noch ein Alpha gegeben. Ja. Und dann gibt es noch den Hinweis, dass die Messabweichung mit XA minus XR durch XR berechnet. Okay, also da können wir nochmal irgendwie hinschreiben, Messfehler oder Messabweichung. Weil das natürlich vielleicht auch so eine Definitionssache ist. So, also wir nehmen erstmal den Wert für das Alpha. So, und das ist der Temperaturänderungskoeffizient für den Widerstand. Da können wir uns gleich mal eine Formel für aufschreiben. So, und diese Messabweichung soll sein. So, also F für Fehler und FR für relativ wahrscheinlich. Ich schreibe mal hier noch drüber, relative Messabweichung. So, und das soll dann sein. So, und unterm Bruchstrich steht XA oder XR? R. So, und also R steht in dem Fall wahrscheinlich für der richtige Wert und XA steht für der Wert mit der absoluten, mit dem absoluten Fehler, mit der absoluten Abweichung, nehme ich an? Ja, okay. Also, wird nicht erklärt, aber das klingt... Das klingt... Aber steht hier unten eine Seite weiter. Hier der errechnete Wert A und den richtigen Wert R. Also... Ja. So, na gut. Also versuchen wir das nochmal irgendwie kurz zusammenzufassen. Also wir wissen, für einen Widerstand gilt diese Formel dort. Und wir nehmen an, wir haben jetzt irgendeinen Draht, der hat irgendeine Länge. Und die wissen wir im Prinzip auch. Und wir wissen diese spezifische Leitfähigkeit. Und wir wollen gerne auf den Flächeninhalt schließen. Also wir wollen den Widerstand messen und wollen aus dem gemessenen Widerstand ausrechnen, wie groß ist der Flächeninhalt. Ist das richtig? Ja, also Querschnittfläche ist Flächeninhalt. Ja. Das ist der Querschnitt, das ist der Flächeninhalt. So, und jetzt ist so ein bisschen die Sache, naja, wir machen die Messung bei 40 Grad Celsius. Genau, und wir haben aber die ganzen Standardwerte für 20.
Und wir haben aber die ganzen Werte nur für 20 Grad Celsius. Und das Problem ist natürlich, dass von 20 Grad Celsius auf 40 Grad Celsius über diese Temperaturerhöhung von 20 Kelvin sich der Widerstand ändert. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, der Draht wird ja auch länger, ja, und potenziell wird er auch dicker, weil der dehnt sich eben auch aus. Aber das kehren wir mal unter den Teppich. Also das, dann nehmen wir an, dass das jetzt hier nicht, das hat keinen Einfluss auf unsere elektrische Messung. So, jetzt bräuchten wir irgendwie natürlich eine Formel, wie können wir diese Temperaturabhängigkeit vom Widerstand formell beschreiben? R von T oder R von Theta. So, und jetzt brauchen wir eben ein R0 oder ein R bei 20 Grad Celsius. Ja. So, und das rechnen wir jetzt mal 1 plus Alpha, diesen Temperaturänderungskoeffizienten, und den mal die Temperaturänderung, mal das Delta T. Und das Delta T ist sozusagen unser Theta minus, also ne, das, die Temperatur, bei der wir das ausrechnen wollen, minus 20 Grad Celsius, was wir hier als Bezugstemperatur haben. So, jetzt weiß ich ganz genau, dass wenn ich dieses Video bei YouTube hochlade, dass es dann wieder ein paar Lasergehirne gibt, die mir schreiben, man kann nicht hier Grad Celsius rechnen und dann auf einmal hier irgendwie Kelvin hinschreiben. Doch kann man Temperaturdifferenzen in Grad Celsius sind die gleichen Temperaturdifferenzen in Kelvin. Ja? Also für Temperaturdifferenzen geht das ja wohl. Und dann gibt es noch ein paar andere Lasergehirne, die dann schreiben, man kann mit Grad Celsius überhaupt gar nicht rechnen, weil da totaler Humbug bei rauskommt. Ja, wird so Fälle sein, wo das so ist, wenn man irgendwie absolute Temperaturen addiert. Ja, aber solange man zwei Temperaturen voneinander abzieht in Grad Celsius, funktioniert das schon, kommt eine Temperaturdifferenz raus. Ja, aber sozusagen ganz kleiner Exkurs in die Thermodynamik, die Temperatur ist einfach irgendwie keine so eine additive Größe. Ja, also wenn ich einen Meter habe und einen Meter habe bei einer Länge, kann ich ein Stück Meter und ein Stück Meter zusammenpacken, kommen 2 Meter raus. Kein Problem. Wenn ich ein Kilogramm habe und ein Kilogramm habe, pack die zusammen auf die Waage, kommen 2 Kilogramm raus. Aber wenn ich 20 Grad Celsius Wasser habe und 20 Grad Celsius Wasser habe und kippe die zusammen, kommt nicht 40 Grad Celsius Wasser bei raus. Das funktioniert einfach nicht. Ist immer noch 20 Grad Celsius. Ja? So, und deshalb klar, also 20 Grad Celsius plus 20 Grad Celsius ist eben die Frage, was meine ich damit? Ja, und wenn ich damit meine, die eine Temperatur ist eine absolute Temperatur und die andere Temperatur ist eine Temperaturdifferenz. Ich habe 20 Grad Celsius Wasser, ich mache das um 20 Grad Celsius wärmer, zum Beispiel mit einer externen Heizung kommt eben 40 Grad Celsius Wasser bei raus. Ja, also okay, Temperaturskala ist so ein bisschen komisch, aber das funktioniert schon und das funktioniert auch. Okay. So, dann ist so ein bisschen die große Frage, also jetzt haben wir wieder alles elektrotechnisch aufgeschrieben, erstmal so als Ansatz. Wie machen wir jetzt weiter? Einsetzen, was wir haben. Einsetzen, was wir haben, ja. Aber wir haben gar nicht so viel, das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Also wir haben, also es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man jetzt einfach hierfür mal irgendwelche Werte annehmen würde, ja, dass man einfach hart mit Werten ausrechnet und dann eben einfach guckt am Ende, wie groß ist der prozentuale Fehler. Ja. Also ich. Ja. Also was wir machen könnten, wir können natürlich jetzt irgendwie mal sagen, bei 20 Grad Celsius wird ja auf jeden Fall diese Formel hier gelten. Ja? Also ich könnte jetzt diese Formel nehmen und könnte die mal relativ problemlos hier einsetzen. Und dann habe ich ein Alpha
und kann das da hinten ausrechnen und das wird ja dann einfach zu einer Zahl. Ja? Also dieser Widerstand wird um diesen Faktor in der Klammer größer und dann komme ich auf den Widerstand bei 40 Grad Celsius. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Wir können das hier hinten einsetzen und können mal ausrechnen, also wenn ich nur mir das hier angucke, steht da eben 1 plus die 0,004 pro Kelvin mal die 20 Kelvin, die man als Temperaturdifferenz hat. So, dann sind 4 mal 2 sind 8 und noch eine 0 dran sind 80, also müsste da 0,08 rauskommen, wenn ich das jetzt richtig rechne. Und 1 plus 0,08 sind 1,08. Ja, so, also können wir sagen, der Widerstand bei 40 Grad Celsius ist 1,08 mal so groß wie der Widerstand bei 20 Grad Celsius. So, und jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich jetzt hier bei den 40 Grad Celsius wieder versuche, irgendwie hier diesen Flächen halt auszurechnen. Ja. Jetzt mal gucken, was irgendwie da so rauskommt. Ich mache das vielleicht mal so, ich schreibe mal auf. Also bei 20 Grad Celsius. Ja. Bei 20 Grad Celsius kann ich jetzt die Formel hier oben nach dem Flächeninhalt umstellen. Kommt da raus, der Flächeninhalt ist einfach Länge durch Gamma mal den Widerstand bei 20 Grad Celsius. So, und dann komme ich auf den, auf den Flächeninhalt. Ich weiß nicht, ob ich hier noch 20 Grad Celsius dran schreibe, wahrscheinlich muss ich das noch machen. Also das wäre, wenn ich das jetzt eigentlich richtig mache, ja, ohne Messfehler, das wäre mein richtiger Wert. Ich habe bei 20 Grad den Widerstand gemessen, ich habe eine Länge, ich habe dieses Gamma, das ist das Gamma bei 20 Grad Celsius. Und rechne den Flächeninhalt aus und das sollte auch absolut der Flächeninhalt bei 20 Grad Celsius sein. So, und wenn ich das jetzt aber bei 40 Grad Celsius mache, hier müsste jetzt noch ein bisschen Platz dazwischen. Ja, aber bei dem, also auch zwischen Grad Celsius und die Zahl gehört ein bisschen Platz zwischen der Einheit. Habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben. Schummelt man immer so ein bisschen weg durch das Grad. So, dann kann ich hier eben hinschreiben, also wenn ich das A, den Flächeninhalt, den Querschnitt ausrechne bei 40 Grad Celsius, nehme ich die gleiche Länge, ja, habe natürlich den Widerstand bei 40 Grad Celsius und rein prinzipiell müsste ich jetzt hier eben ein angepasstes Gamma nehmen. Ja, also das Kupfer, der Draht, hat bei 40 Grad Celsius eine andere Leitfähigkeit als bei 20 Grad Celsius. Um Alpha angepasst, oder? Genau, um das Alpha angepasst. Ne? Oder ich könnte jetzt natürlich aus dem hier rückwärtig mit unserem Faktor, den wir hier ausgerechnet haben, 1,08, ja, also wenn der Widerstand um 8% größer geworden ist, ja, dann muss das eben nicht um 8% kleiner geworden sein, aber im Prinzip so ein ähnliches Verhältnis. So, und das machen wir aber nicht. Also wenn wir das machen würden, wenn wir jetzt hier hinschreiben würden, Gamma von 40 Grad Celsius, dann wäre alles richtig, wäre alles gut. Ja, aber der Fehler, den wir machen, ist, wir setzen hier das gleiche Gamma ein. Ja, also das ist auch bei 20 Grad Celsius, das ist unser Fehler. Schon wieder kein Leerzeichen dazwischen. So, ja. So. Also das ist sozusagen falsch. Wenn wir hier den richtigen Wert einsetzen würden, wäre es kein Problem, aber wir setzen den falschen Wert ein. So, und jetzt kann ich eben sagen, also das sollte hier der abgelesene Wert sein, der verfälschte Wert, das sollte der richtige Wert sein. Ja. Das ist der richtige Wert, das ist der abgelesene Wert, der verfälscht ist. So, und jetzt setzen wir das einfach so in die Formel ein und gucken mal, was dabei rauskommt. Und das sieht jetzt natürlich auf den ersten Blick ein bisschen eklig aus, weil wir jetzt einen Bruch und einen Bruch in diesen Bruch hier einsetzen.
Aber meine Hoffnung ist da und mit Sicherheit auch berechtigt, dass sich da ein bisschen was wegkürzt. So, also fangen wir mit dem da hinten an. Länge durch Gamma mal R von den 40 Grad Celsius. So, minus Länge durch Gamma mal R bei 20 Grad Celsius. So, und das geteilt durch Länge und R und wahrscheinlich, ja, also ich sag mal so, man hätte die Formel da oben vielleicht mal gleich umformen sollen. Länge durch Gamma mal R von 20 Grad Celsius. So, was fällt einem jetzt auf? Was hätten wir? Achso, ja. Das Ausrufezeichen heißt, das nennen wir jetzt so oder das definieren wir jetzt so. Also ne, das so ein bisschen mit, das folgt jetzt nicht notwendigerweise aus unserer bisherigen Herleitung, dass das hier gleich ist, sondern das setzen wir jetzt mit Absicht gleich. So ein bisschen so, so ein Gleichheitszeichen on purpose. So, ja, jetzt nicht so schöne Formel, aber was fällt einem auf oder was fällt einem vielleicht auch nicht auf? Was fällt einem vielleicht schon auch hier oben auf? Genau, also es wäre eigentlich viel schöner gewesen, wenn wir hier oben schon geschrieben hätten. Ich quetsche das mal hier hinter. XA durch XR minus 1. Ja, und dann schreibe ich das hier unten auch nochmal hin. Also wir haben jetzt dann L durch Gamma mal R von 40 Grad Celsius geteilt durch L durch Gamma mal R von 20 Grad Celsius minus 1, die sich hier aus dem XR durch XR ergeben. So, und dann können wir gucken. Also dann ist ja total einfach. Oder gibt es noch eine Frage? Können wir nicht noch mitkürzen? Klar, genau. Ja. Jetzt kürzen wir hier das L gegen das L, das Gamma gegen das Gamma. Wir können die Gammas gegeneinander kürzen, weil wir ja hier das falsche Gamma angenommen. Das ist ja das gleiche Gamma wie davor. Wir haben ja gar kein anderes Gamma ausgerechnet. Ja, das ist ja genau der Fehler. Und jetzt theoretisch, wenn wir ein Gamma 40 Grad Celsius haben wollen würden, wie würden wir das? Ja, also wenn man jetzt das Gamma bei 40 Grad Celsius haben wollen würde, würde ich im Prinzip hier mir ein R bei 40 Grad Celsius ausrechnen, so wie wir es schon gemacht haben, und die Formel wieder rückwärtig nach Gamma umstellen. Also können wir gleich im Anschluss mal noch machen. Das kann jetzt, das macht ja den Kohl hier nicht fett, wie man so schön sagt. So, also wir haben in dem Doppelbruch gekürzt. Wie mache ich jetzt weiter mit dem Doppelbruch? Genau, also das, was im Zähler, im Nenner steht eigentlich im Nenner, ja. Und das, was im Nenner steht, steht eigentlich im Zähler. Und hier steht immer noch minus 1. So, und jetzt müssen wir mal sagen, R40 Grad sind eben 1,018 mal R20 Grad. Und dann kürze ich das R20 auch noch raus. Und dann steht da was. So, also wir nehmen jetzt das und setzen das hier unten ein. Ja. Und dann steht da 1 durch 1,08 minus 1. So, und das muss was sein, was kleiner als 1 ist. Und wenn ich von dem kleiner als 1 nochmal 1 abziehe, muss auf jeden Fall was Negatives rauskommen. Und das ist ja so roundabout 0,92. Minus 1 müsste da 0,08 rauskommen ungefähr. So, aber eben nicht genau. Sondern, wer hat da jetzt irgendwie mal was ausgerechnet? Minus 0,074. Und das könnte man auch eben schreiben als minus 7,4%. Ja? So, und das heißt, also wenn wir, jetzt müssen wir uns das nochmal so durchdenken, ob das so auch funktioniert, ja.
Also, wir haben diesen Draht, wir messen von dem Draht den Widerstand und wir messen den Widerstand nicht bei 20 Grad Celsius, sondern bei 40 Grad Celsius. Und wir wollen aus der bekannten Länge des Drahtes und dem bekannten Gamma und dem gemessenen Widerstand auf die Querschnittsfläche schließen. Wir setzen aber dummerweise das falsche Gamma ein, nämlich das bei 20 Grad Celsius, obwohl wir den Widerstand bei 40 Grad Celsius gemessen haben. Ja? So, und jetzt kommt eben der Flächeninhalt zu klein raus. Der kommt ein paar Prozent, 7,4% zu klein raus. So, jetzt kann man sich das überlegen, ob das irgendwie sein kann, ja? dass ich die Querschnittsfläche zu klein messe. So, und also der Widerstand wird ja größer. Ne? Von 20 Grad Celsius auf 40 Grad Celsius wird der Widerstand größer. Das hier wird größer. Wenn ich das hier konstant halte, dann muss das ja kleiner werden, damit das immer noch eine Gleichung ist. Also das funktioniert schon am Ende. Ne? Wenn ich das hier zu groß einsetze, dann muss das hier eben entsprechend kleiner werden. So, und das sind eben 7,4%. Hat mal jemand in die Ergebniskontrolle im Übungsheft geguckt, ob da auch 7,4% oder minus 7,4% drin stehen? Das passt, ja? Okay, super. So. Nee, die Fläche hat nicht abgenommen. Wenn ich die Fläche ausrechne, dann rechne ich die Fläche zu klein aus. Die Fläche nimmt nicht ab. Ist es nicht resultiert das nicht daraus, dass der Widerstand zunimmt mit der Temperatur? Genau. Der Widerstand nimmt zu mit der Temperatur. Also könnten wir auch sagen, der Widerstand von 20 auf 40 nimmt um 7,4%. Nee, der Widerstand, das ist das, was ich meine so ein bisschen. Der Widerstand nimmt um 8% zu. Und wenn ich aber dieses 8% mehr ist eben 1,08, ja, und hier habe ich eben 1 durch 1,08 und das ist eben nicht, ne, das habe ich ja gesagt, das ist, also roundabout ist das eben 0,92, ja, also sowas wie, ich habe da 8% mehr, ist da wie 8% weniger, aber es sind eben nicht exakt 8% weniger, es sind minus 7,4% weniger, weil Prozentrechnung, weil Verhältnisgleichung, weil so und so. Ne, das ist so wie, das ist das gleiche Ding mit, man fährt in einen großen Elektronikmarkt, ja, und da gibt es ein Werbeangebot, das sagt, heute keine Mehrwertsteuer. Ja, und dann denken alle landläufig, ja okay, wenn ich keine Mehrwertsteuer bezahle, spare ich ja 19%. Ja, nee, mache ich nicht. Also, weil ich meine, wenn irgendwas netto 100 Euro kostet, ja, dann kostet es brutto eben 119 Euro. Also im Normalfall würde ich 119 Euro bezahlen und jetzt spare ich aber diese 19 Euro nicht von 100, sondern von 119. Ja, und wenn ich von 119 Euro 19 Euro spare, das ist ja das, was ich als Endkunde spare, dann sind das eben nur, keine Ahnung, 16,5% oder sowas. Ja, das ist genau so eine Rechnung. Also Prozentrechnung ist in der Hinsicht manchmal strange, weil dann, das ist genau das gleiche Problem hier. Ja, was ist denn mein Grundwert? Was ist denn mein Bezugswert? Worauf beziehe ich mich denn? Beziehe ich mich auf den Netto- oder auf den Bruttowert? Und ich meine, umso kleiner die Prozente sind oder umso kleiner die Anteile sind, dann desto genauer funktioniert das. Also wenn ich jetzt sagen würde, der Widerstand ist 1% größer, ja, oder ein Promille größer, dann kann ich auch hier problemlos sagen, okay, dann ist das eben 1% kleiner, 1 Promille kleiner. Aber keine Ahnung, so ab 10% wird der Fehler schon, ne, zwischen, genau, also da wird der langsam entscheidend. So, und jetzt könnte man sich eben noch zum Schluss überlegen, naja, wie groß müsste dann jetzt das Gamma sein hier? Ja, also wenn ich jetzt mal ein Gamma bei 40 Grad Celsius ausrechne, ja, dann müssen wir einfach im Prinzip nur sagen, dass jetzt bei... Also wir nehmen jetzt mal an, der Flächeninhalt bleibt wirklich gleich. Ja? Also dass R von 40 Grad Celsius
muss sich natürlich ergeben aus der Länge, die nehmen wir als konstant an, die Querschnittsfläche nehmen wir auch als konstant an. Hier haben wir die nicht als konstant angenommen, die ist natürlich konstant geblieben, aber das war hier unser Messfehler. Ja, das war nicht real. Also Querschnittsfläche bleibt konstant, aber jetzt bräuchten wir ein Gamma von 40 Grad Celsius. So, und das muss sich eben ergeben, haben wir hier geschrieben, aus 1,08 mal R von 20 Grad Celsius. So, und also ich nehme jetzt diese Gleichung hier wieder, mache ich mal hier Pfeilverlängerung und setze die jetzt im Prinzip irgendwie hier hinten ein. Also 1,08 mal und für R 20 Grad Celsius schreibe ich jetzt eben wieder unsere Ursprungsgleichung hier hin. Ja? Also die gleiche Länge, wir nehmen an, die Länge ändert sich nicht, die gleiche Querschnittsfläche, wir nehmen an, die Querschnittsfläche ändert sich nicht, aber eben jetzt das Gamma von 20 Grad Celsius. So, und jetzt ist die Frage, wie groß ist das Gamma, 40 Grad Celsius? Und jetzt können wir auf jeden Fall erstmal beide Seiten durch L teilen, beide Seiten mit A multiplizieren und in das hier umstellen und das da hoch und dann kommt da eben raus, das Gamma bei 40 Grad Celsius sollte eben genauso groß sein wie Gamma bei 20 Grad Celsius durch 1,08. So, und durch 1,08 haben wir gerade schon mal ausgerechnet, wie hier, das war eben minus 7,4% oder eben, also ne, ist, ja, kann man ausrechnen. Hat das mal jemand gemacht? 56 durch 1,08. Müsste ja irgendwie 52, 53, irgendwie sowas in dem Bereich rauskommen. 51, so wenig? Ach, na gut, okay, doch, könnte sein. 51,85. Also machen wir mal 51,85. So, und die gleiche Einheit Meter pro Ohm und Quadratmillimeter. Ja? Und das funktioniert dann in der Hinsicht schon, als dass wir gesagt haben, Metalle sind Kaltleiter, wenn ich die warm mache, wird der Widerstand größer. Die haben einen positiven Temperaturkoeffizienten und das heißt, wenn ich die eben wärmer mache, nimmt die Leitfähigkeit ab. Und die Leitfähigkeit sollte jetzt genauso, eigentlich sollte das genau die gleiche Rechnung sein wie hier, die sollte um minus 7,4% kleiner geworden sein oder eben auf 92,6% gesunken sein. Ja, und das ist ja auch immer so ein bisschen das mit der Prozentrechnung. Etwas ist um so und so viel Prozent gesunken, etwas ist auf so und so viel Prozent gesunken oder auf so und so viel Prozent angestiegen, um so und so viel Prozent angestiegen. Ich sag mal so, Prozentrechenaufgaben sind ja manchmal auch einfach zu einem gewissen Teil Textverständnisaufgaben. Ich muss irgendwie diesen Satz da richtig interpretieren. Und weil das mit dieser, also ich kann mich erinnern, dass das mit dieser relativen Messabweichung immer wieder zu Konfusionen führte, ja, weil es natürlich auch irgendwie ziemlich viele nicht unbedingt äquivalente und kongruente Definitionen davon gibt, wie man Messabweichung ausrechnet, haben wir das mal irgendwann fix mit in die Aufgabenstellung reingeschrieben, ja, sodass man sich irgendwie, dass alle auf einem gemeinsamen Nenner sind, was dann jetzt in dem Fall mit der Messabweichung da gemeint ist.